Okay, weiter geht's. Ja, wir haben unsere Felder schon angelegt, wir haben unsere Tiere hier auf dieses Gebiet beschränkt. Was wir aber noch nicht gemacht haben, ist hier sowas wie einen Stall in Auftrag zu geben. Als erstes werde ich hier mal... Als erstes werde ich den Entwicklermodus aber mal abstellen. So, weil das reicht mit Schummeln. Wir haben uns hier schon Strom und alles dazu geschummelt. So, und wie man sieht, ist jetzt die Auswahl dessen, was wir bauen können, auch schon ein bisschen sehr eingeschränkt. So, und wieder geht es los und wir müssen von Anfang an alles erforschen. Aber das ist nun mal, wie es ist, nicht? So. Gut. Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit kochen für immer. Aufgabe hinzufügen. Kreaturschlachten für immer. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier tote Tiere im Lager haben, werden die zerteilt. Das heißt nicht, dass alle Kreaturen geschlachtet werden. So. Cool. Forschung. Womit fangen wir an? machen wir Pemmican. Das ist am besten. Sehr gut. Und dann brauchen wir auch wieder einen Arbeitsplan. Und Carsten ist ja unser Chemiker hier. Das heißt, den stellen wir mal ganz auf. Forschen ein hier. So. Und kopieren. So. So, das wird dann das Zimmer von Carsten und Kerstin, nicht da, und das von nicht von Nussi, von Markus. Markus. Und Nono. So, sehr gut. Ben schläft in Nussis Bett. Trudi und Überragender. Was ist denn Überragender für ein Name? So, das ist Ben. Und das hier ist Nussi. So. Cool, also geht schon los hier. Ein bisschen wenig Essen, aber hier liegt ja noch Essen, ne? Ja. Hier liegt noch Essen. Sehr gut.
So, dann können wir in dem Gebiet, wo die Tiere rumlaufen, können wir Heugras anbauen. So. Das sind unsere Tiere hier. Tuffy und Eduard und Trudi und Überragender. Ich finde, Überragender können wir mal umbenennen. In volle Kanne 2. Wie schön alle zusammenarbeiten. Prediger der Fraktion Auerfan Oberon. Roberon? Auerfan Roberon. Besucht die Kolonie. Er heißt Lloyd Atkinson. Ein Prediger. Okay. Das ist ja auch mal was Neues. Ach ja, was noch fehlt, was wir uns noch nicht gebaut haben, ist hier so ein Gefängnis für den Fall der Fälle. Aber da können wir einfach das hier nehmen. So, bauen wir zwei Tische hin. Und eine Tür. Steinmetzbank. Einfacher Nähtisch. Künstlerbank. Das bauen wir alles hier hin. So. Oh. Brauche noch eine Lüftung hier. Ah ja, sowas wie ein Spital haben wir auch noch nicht, ne? Beliebige Steinblöcke für immer. Wir brauchen ganz dringend Parkas. Und hier machen wir erstmal nichts. Trockenfutter zubereiten, bis du X hast, und da machen wir mal 100. Verrückter Hase! So, wir haben noch überhaupt gar keine Freizeitgeschichten hier. Oh nee, Kerstin lässt sich von dem Hasen. Kerstin, was machst du da? Ah je. Kann ihr mal einer helfen hier? Sag mal, Kerstin hat hier den Halloween. So macht man das, Kerstin. Vielen Dank. Okay. Ach, ja, wie gesagt, jetzt brauchen wir auch langsam ein Krankenhaus.
Okay, ich habe das rohe Kaninchen gegessen. Das macht ein Jahr Vegetarismus mit dir. Du isst rohe Kaninchen dann. So, das ist auch gar nicht schlecht hier. Immer noch sowas hin und dann fangen wir mal langsam an, die Schlafzimmer auszubauen. Es muss nah dran stehen hier, sonst funktioniert das nicht. Ja? Okay. Goodie. Nachttisch. Snussi zufrieden. Zurückgewiesen von Kerstin mal zwei. Okay. Inspirierte Operation. Ich will niemanden operieren. Okay. Jefim bricht zusammen. Was ist denn das Problem mit Jefim? Sehr unterernährt. Ah. Und zurückgewiesen von Kerstin. Sehr unterernährt ist nicht gut. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier an Wildtieren haben. Hirschkuh, Geist zähmen wir und die Steinböcke zähmen wir. Elchkuh, die werden gejagt. So. Warte mal, Markus ist hoffentlich nicht auf Jagen eingestellt, weil Markus hat nur eine Axt. So, und dann müssen wir jemanden auf Kochen stellen, der nichts anderes macht. Dann warten wir mal, bis wir... Oh! Nordost Lane Union, Jablanloch. Die Siedlung... Außerdem schlägt Nussi vor, dass du dieser Siedlung einen Namen geben solltest. Wie soll diese Siedlung heißen? Jablanloch. Nee, Filmabend Hausen. Und die Fraktion heißt natürlich hier 404 Fraktion. Okay. Ah, siehst du, endlich. Es wird gekocht. Hauptsächlich nur Fleisch, aber man nimmt, was man kriegen kann, bevor die erste Ernte eingefahren ist. Transportkapsel abhört. Eine Gesetzeshüterin namens Mu stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Mu gehört zu keiner Fraktion. Du kannst sie retten und hoffen, dass sie freiwillig bleibt oder sie für Rekrutierungs- und Sklavereizwecke gefangen nehmen. Okay, rette Mu. Geht nicht. Nimm Mu gefangen. Wir haben keine freien Betten, also müssen wir sie gefangen nehmen. Tut mir ja sehr leid, Mu. Sieht ein bisschen aus wie Velma von Scooby-Doo. Ah, siehst du. Teppiche. Immer die wichtigen Sachen zuerst. Teppiche und Trockennahrung. Okay. Wir müssen mal jemanden auf Arzt stellen und das machen wir mal mit Nono.
Nee, das ist Nussi. Arzt, genau. Bettruhe, Hilfsarbeit aussehen. Alles andere machen wir auf 2. Und Jefi machen wir mal auf Kochen und alles andere auf 2. So. Goodie. Medizinischer Notfall. Gefängnis. Ah, siehst du. Sehr gut. Und rekrutieren machen wir da. So. So, dann müssen wir auch langsam mal über den Stall nachdenken, weil die Tiere schlafen hier draußen. Machen wir den mal hier ans Haus. So, das wird der Stall. So, dann brauchen wir Möbel und zwar Tierplätze. Das ist da, wo die Tiere schlafen tun. Dump, 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 dump. Teile eines Raumschiffs. Sehr gut. Da sind immer diese Maschinenteile drin. Die brauchen wir. Noch ein medizinischer Notfall. Was ist hier los? Sieht doch alles gut aus hier. Starke Schmerzen, ja. Extremer Blutverlust, ja. Gut. Ah nein, das Flussbündnis. Schickt einen Krieger. Okay. Ich glaube, da kann man Markus selber hinlaufen. Ne? Dö, 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 Flussbündnis. Dö, dö, dö. So, Keule gegen Axt. Mal schauen. Oh nein. Yes, okay. Nimm Ratte, den Zähmer, gefangen. Sehr gut. Wie geht's, Markus? Prellung, Knüppel, Alkoholtoleranz. Okay. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was Ratte für einer ist. Zu klug, C, einfache Arbeit mag er nicht, so als Thema, aber den können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Und bei ihr wollen wir auch mal sorgfältige Schütze, nervige Stimme, freundlich, verweigert nichts. Die sind beide sehr nützliche Kolonisten, glaube ich. Haben wir bald wieder zu wenig Räume hier, wie das halt immer so ist. So, also wir brauchen auf jeden Fall ein Krankenhaus. Hier haben wir genug Platz. Hier können wir ein Spital machen, glaube ich. Hier mitten rein vielleicht.
So. Goodie. Hier brauchen wir dann auch noch eine Lampe, damit man operieren kann. So. Haben wir noch Wildtiere, die wir kaputt machen können hier. Noch mehr Steinböcke zum Zähmen. Ansonsten Truthähne! Okay, Waschbären können wir jagen und Hasen. Alles andere traue ich mich noch nicht hier. Wundinfektion. Ratte ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion trat in folgenden Körperteile auf: Kopf. Amputieren, einfach amputieren. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Okay, Ratte tun wir in ein Krankenbett. Und, na, meinetwegen, stellen wir den mal auf. Der soll auch richtige Medikamente bekommen und nicht nur die Kräuter. So, wie viel Nahrung haben wir? 72? Das ist schon gar nicht schlecht. Alles nur Beef Jerky, aber was man halt so isst, ne? Wenn man... Markus Hersteller ist vollständig geheilt, sehr gut. Apropos Hersteller, können wir hier mal die ganzen Ruinen abreißen. Da sind wertvolle Rohstoffe, die uns entgehen sonst. So, hier ist auch noch jede Menge. Und hier unten. Ach, okay. Dann brauchen wir was zur Entspannung und machen wir zuerst mal hier ein Schachbrett hin. So, hier noch eine Lampe. Fertig. Unser Mu und Ratte schlafen. Könnte natürlich... hier quasi das Gefängnis hinbauen. Dann sobald die beiden übergetreten sind, können wir hier raus dann normales Schlafzimmer machen. Aber eigentlich schon ein paar andere Tiere gezähmt? Nee, dazu ist es noch nicht gekommen. Sehr schön. Teppichherstellung. Okay, Forschungsmenü. Fangen wir einfach mal hier unten an und gehen dann der Reihe nach durch. So, da ist unser Krankenhaus. Sehr schön. Bauen wir da natürlich auch noch eine Lüftung, damit es hier warm ist.
Vorratskapsel. Schauen wir mal. Medikamente. Sehr gut. Hier wäre ein fruchtbares Gebiet, ja. Ist aber sehr ungünstig gelegen hier. Und hier laufen Wölfe rum. So, okay. So, wie geht's Mo? Leichte Schmerzen, in der Hitze geschlafen, beschädigte Kleidung. Wie warm ist es denn hier? Ist doch gar nicht so warm. 28 Grad? Ist das schon Hitze? Oh je, es ist schon August. Hoffentlich werden die Pflanzen noch reif, bevor der Winter anfängt hier. In dieser Immerwintergegend. Ansonsten haben wir mit Zitronen gehandelt, wie man so sagt. Aber schauen wir mal. Ja, sehr gut. Der einsame Ritter, was ist das denn hier? Elodusbos Kedio, Ritter der Fraktion des Exodus Imperium, kontaktiert dich aus der Nähe. Seine Leibwächter kamen bei einem Hinterhalt ums Leben. Er konnte zwar entkommen, aber ein Eichhörnchen verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Kedio möchte, dass du ihn für ein paar Stunden in Filmabend 1000 beschützt, bis sein Shuttle kommt und ihn abholt. Er wird demjenigen, der diese Quest annimmt, 8 Ehre gewähren. Das ist genug Ehre, um den Adelstitel eines Freibauers und damit alle verbundenen Privilegien zu erhalten. Annehmen für, fangen wir mal mit Markus wieder an. Kedio schließt sich an. Okay. Für ein paar Stunden. Oh nein, ein Eichhörnchen! Oh nein! Hilfe, das Eichhörnchen! Eichhörnchen macht Jagd auf Menschen. Eigentlich ist das ja hier, das Eichhörnchen an sich ist ja eigentlich Carstens Nemesis, ne? Schicken wir mal. Ja, Kedio nicht. Und Markus als Nahkämpfer. Wo ist das Eichhörnchen? Das ist nicht das Eichhörnchen. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Ah, siehst du. Nahkampf, bitte. Bin mir ziemlich sicher, ein Eichhörnchen kriege ich gerade noch umgebracht. Ja, siehst du wohl. Jetzt kein Eichhörnchen mehr, ist ein Leichhörnchen. Okay. Shuttle ist eingetroffen. Sehr gut. Zum Ort springen. Kedio betritt Shuttle. Okay. So, Grundbesitzertitel erhalten, erhalten. Markus, Quest verfügbar, Markus, Titelzeremonie.
Die Fraktion, das Exodus Imperium, ist bereit, Markus in einer Verleihungszeremonie den Freibauertitel und die Macht eines Stufe 1 Psi-Links zu verleihen. Der Titelverleiher wird mit einem Shuttle eintreffen und die Zeremonie durchführen. Der Titelverleiher wird nur dann einen Titel verleihen, wenn alle Thronsaalanforderungen erfüllt sind. Du kannst den Titelverleiher hintergehen, um Silent Neuroformer zu stehlen, aber mit dieser Aktion wird die Fraktion das Exodus Imperium zu deinem Feind. Wenn du die Zeremonie versäumst oder wenn diese in irgendeiner Form fehlschlägt, wird es später eine weitere Gelegenheit geben, sollte dem Titelverleiher oder den Wachen aus irgendeinem Grund etwas zustoßen, wird dies diplomatische Konsequenzen nach sich ziehen. Okay. So, was brauchen wir denn jetzt? Als Thronsaal. Wähle Markus und klicke mit der rechten Maustaste um den Titelverleiher. Ne, nicht Carsten, Markus. So. Wer ist der Titelverleiher? Daimonos, Verleihungszeremonie abhalten. Okay. Das ist nicht der Thronsaal, das ist der Stall. Freibauertitel enthalten, Markus. Okay. Cool. Ah, er ist Markus wieder adlig geworden hier. Coole Sache. Wer ist abgeschlossen? So. Das lesen wir uns beim nächsten Mal durch, finde ich. Okay. Dann würde ich sagen, reicht das wieder für heute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Wiedersehen. Ach ja, drückt den Knopf, wenn ihr nichts versäumen wollt. Die Glocke auch und schreibt einen Kommentar und ja, habt eine schöne Woche. Bis dann.